Im Ramadan gibt es zahlreiche Traditionen, die auf der einen Seite für ein lebhaftes gesellschaftliches Miteinander sorgen und auf der anderen Seite die Spiritualität des Individuums fördern. Eins dieser Traditionen ist das Tarawih-Gebet. Es ist ein langes tägliches Gebet im Ramadan, welches den Namen von Pausen zwischen den Gebetseinheiten erhalten hat. Der Islam kennt fünf tägliche Hauptgebete. Es sind die Gebete vor dem Sonnenaufgang, am Mittag, am Nachmittag, nach dem Sonnenuntergang und in der Nacht. Diese Gebete gehören zu den fünf Säulen des Islams. Im Ramadan kann dem Nachtgebet das Tarawih-Gebet mit 20 Gebetseinheiten angehängt werden, so wie es der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, pflegte zu tun. In jeder Gebetseinheit werden neben der ersten Sure im Koran, also der Al-Fatiha, weitere Koranverse rezitiert. Dieses Gebet kann unabhängig vom Ort, allein oder in Gemeinschaft verrichtet werden. Viele Musliminnen und Muslime nehmen an Tarawih-Gebeten in den Moscheen teil. Manche Imame rezitieren in jeder Einheit einige wenige Koranverse, andere Imame wiederum jeweils eine ganze Koranseite. Wird eine ganze Seite vorgetragen, werden in einem Tarawih-Gebet insgesamt 20 Seiten Koran gelesen. Somit werden täglich eine von 30 Abschnitten des Korans rezitiert und bis zum Ramadanende die Lesung abgeschlossen. So können die Gebete auch täglich mehrere Stunden dauern.